können wir hier am letzten, am schnellsten entgegenwirken. Hier kommen nun Ultralisken, eine Granate. Kommen wir jetzt ins dritten und letzten Bereich. Wir kommen einfach wieder ganz normal vor. Sehen hier jetzt erstmal nichts außer diesen Radarzeichen, die uns im ersten Moment natürlich schön in Panik versetzen. Und wenn wir eingesetzt sind, fangen diese Radarzeichen dann an zu schlüpfen, denn es sind Eier. Dazu hier jetzt einfach mit Granaten und auch mit der Scharfschützenmunition arbeiten, um so viel wie möglich von den Eiern vorher zu zerstören oder alternativ hier mit der Betty, um Feuer abfangen zu können, sodass die Eier gar nicht explodieren. Hier zerstören wir jetzt wieder alles, was ankommt. Auch diese Versorger hier. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Einmal Scharfschützenmunition, einmal Granate. So viel wie möglich damit natürlich schon erwischen hier jetzt mal. Und hier jetzt aufpassen, denn hier kommen jetzt auch Beninge. In meinem Fall muss ich jetzt hier mich erstmal ein bisschen zurückziehen. Denn wie wir sehen können, das Ganze ist hier schon etwas knapp. Wenn man jetzt damit auch sehen konnte, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen eine Micro-Sache. In meinem Fall waren die Bändige jetzt etwas ungünstig. Ich habe meinen Sanitäter und auch wieder meine Marines verloren. Was für mich jetzt hier bedeutet, ich muss kurz warten, bis sich Statement hier erholt hat. Auch seine Gesundheit. Dies geht allerdings zum Glück hier auch relativ schnell. Wir sehen können, er füllt sich gerade wieder auf. Auch seine Gesundheit ist jetzt wieder auf Maximum und wir können weiter voranrücken. Jetzt haben wir also auch hier wieder ein bisschen speichern. Das Ganze ist natürlich insgesamt ein bisschen auf Speichern bezogen. Denn nur mit dem richtigen Micro könnt ihr das Ganze hier schaffen. Also speichert lieber einmal mehr, als euch dann zu ärgern, dass euer Micro nicht ausreichend war. Definitiv von mir auch die Empfehlung, speichert hier vor diesem Bereich. Denn es ist nicht allzu einfach hier ohne Verluste durchzukommen und gleichzeitig alles zu schaffen hier. Das Ganze ist gerade zum Beispiel wieder etwas schlecht. Ich brauche jetzt hier wahrscheinlich sogar schon zu viel Zeit wieder, weshalb jetzt hier gleich diese Marines getötet werden. Ja, wie ich gesagt hatte, mein Timing war jetzt hier gerade definitiv zu schlecht. Und ich konnte die Marines nicht mehr retten. Deshalb an dieser Stelle vorher speichern. So könnt ihr die Marines eventuell noch retten. Diese können uns später auch helfen. Es geht auch ohne. Mit ist es aber definitiv einfacher. Hier müssen wir warten, bis Statement seine Energie aufgeladen hat. Und danach rücken wir hier dann in dieses Signal vor. Hier nun also der finale Bereich. Wir starten hier mit unseren Einheiten. Wir haben einiges an Gegnern, was uns hier jetzt schon versucht anzugreifen. Wir benutzen die die Granaten und auch die Durchschlagsmunition, um die Eier so viel wie möglich davon schon vorher zu vernichten. Denn je weniger die Königin an Verstärkung hat, umso besser für uns. Wichtig hierbei, wenn die Betty abhält, greifen wir die Königin an. Denn diese ist hier für uns das wichtigere Ziel. So, in meinem Fall war es gerade so unpraktisch, weil sie abgetaucht ist. Habt ihr die Marines vor uns gerettet, könnt euch diese hier sehr, sehr gut helfen, indem ihr sie einfach hier in einen der Bereiche schickt. Denn damit, dann können diese Marines schon die Eier vernichten, noch bevor überhaupt die Queen dort ist. Was für uns letztendlich bedeutet, wir können unsere Scharfschützenmunition, also Durchschlagsmunition und auch die Granaten stattdessen lieber anwenden, um die Queen, um die Queen anzugreifen. Für uns definitiv vorteilhaft, dass uns hier viel Ärger erspart. Als drittes taucht die Queen jetzt hier auf. Auch hier wieder schnell eine Scharfschützenmunition und am besten einmal die Granate geworfen, noch bevor die Queen auftaucht. Danach auf die Queen erstmal konzentrieren.
ein bisschen nebenbei jetzt langsam diese Einheiten anfangen anzugreifen. Statement rennt jetzt hier wieder erstmal dahinter. Und nun können hier wieder mit Granaten und mit Scharfschussmunition gearbeitet werden. Betty wieder geworfen. Und sobald sie dieses als Ziel akzeptiert hat, greifen wir wieder von hinten an. Jetzt die letzten Eier noch schnell mit versuchen zu vernichten. Ihr werdet dies nicht unbedingt sofort immer schaffen. Wir müssen hier einfach kurz warten jetzt, sieht auf diesen Impuls aus. Dieser befreit jetzt eigentlich so gut wie alle der letzten, befreit alle dieser letzten Einheiten, die hier eingegraben sind. Was für uns bedeutet, wir müssen hier jetzt ein bisschen ordentlich micron. Am besten hier wieder mit der Betty. Dies hat sie nun wieder als Ziel akzeptiert und ich kann nun wieder hier die Einheiten schnell töten. Sie greift uns glücklicherweise weiter die Betty an. Und das Ganze ging jetzt hier ganz gut. Ihr solltet auch vor dieser Stelle wieder einmal speichern. Denn gerade bei der Königin kann man relativ schnell mal eine der Helden verlieren, da die Königin doch extrem hohen Schaden verursacht. Und dies eigentlich die letzte kritische Phase ist. Hier ist das Ganze nun relativ einfach. Wir können eben sehen, konnten eine Granate auf die Gruppe da. Dann auch hier weitere. Hier nun einfach einmal die Durchschlagsmunition, um die beiden Stachelkrabbler zu vernichten. Danach immer wieder weiter. Zerstören wir mal kurz die Zerklinge, die ankommen. Rennen wieder weiter. Vernichten hier den größten Teil der Einheiten einfach mit einmal einer Granate und einer Durchschlagsmunition. Rennen auch hier wieder weiter. Und rennen hier jetzt eigentlich nur. Wir brauchen hier am Anfang, am Ende, wir brauchen uns hier eigentlich so gut wie nie um Einheiten kümmern. Fast alles wird jetzt einfach hier schon übernommen, einfach nur durch Granaten und Durchschlagsmunition. Alternativ können wir hier auch mal die Betty verwenden, ne? Diese hält die Einheiten jetzt hier ab und wir können ganz einfach in unseren Kreis hier reinrennen. Wir sehen können, die Einheiten sind immer noch gebunden und wir haben das Ende der Mission erreicht. Nachdem alle Einheiten reingerannt sind. Wir haben jetzt hier keinen einzigen der Helden verloren. Dazu, wie gesagt, etwas Micro erforderlich und eventuell auch Speichern in den kritischen Punkten, die ich angesprochen habe. Dies macht sich definitiv besser, als wenn ihr eine Einheit verliert. Und für den Erfolg mit den 50 Kills einfach an der angesprochenen Stelle speichern und zwei, dreimal probieren. Ich habe es auch so gemacht. Ich musste, glaube ich, auch von mir aus 5, 6 Mal probieren, aber ich habe es so geschafft. Und wenn man vorher gespeichert hat, ist das Ganze ja eine Sache von eventuell 2 Minuten oder mal 6 Versuche zu machen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, hoffe, es konnte euch helfen, euren Erfolg zu erlangen und freue mich darauf, euch im nächsten Tutorial zu sehen. Bis dahin.